Ich beginne mit einem Haftungsausschluss. Dies ist ein schwieriges Video. Es ist eine erwachsene Botschaft für erwachsene Zuschauer, die in der Lage sind, ihre Emotionen zu kontrollieren. Vielleicht fühlen sie sich unwohl bei den Erkenntnissen, zu denen sie kommen, nachdem sie dieses Video gesehen haben. Wenn sie dazu nicht bereit sind, sehen sie es sich nicht an. Lassen sie nicht zu, dass die Neugierde das Bild ihrer Welt stört. Dieses Video ist einer winzigen Minderheit von Menschen gewidmet, die bereit sind, zu lernen oder ihr Wissen zu erweitern. Nicht jeder ist bereit für diese Botschaft. Einige der Wahrheiten mögen negativ erscheinen, aber nur für diejenigen, die nicht bereit sind, zu lernen. Lügen können normalerweise mit einem reinen Herzen und einem offenen Geist gesehen werden. Je mehr sie wissen, desto positiver wird es ihnen erscheinen. Der Zweck dieses Videos ist es, ihnen zu helfen und ihr Leben besser zu machen. Es geht nicht darum, ihnen alle vorhandenen Lügen zu präsentieren, sondern vielmehr darum, ihnen bewusst zu machen, dass sie die ganze Zeit belogen werden. Ich werde ihnen einige Beispiele geben, über die sie nachdenken können, aber es soll nur eine Einführung sein zum Thema Wahrheit. Ich habe diese Informationen seit mehr als einem Jahrzehnt gesammelt und es könnte leicht in eine 10-teilige Dokumentation verwandelt werden und wir würden uns wahrscheinlich immer noch an der Oberfläche der Illusion befinden, in der wir alle leben. Wenn Sie skeptisch sind, kann ich es Ihnen nicht verübeln. Das Ausmaß und die Tragweite der Lügen sind unvorstellbar und sehr schwer zu akzeptieren. In der Tat befinden wir uns in einer Phase, in der die Realität seltsamer ist als die Fiktion. Wenn Sie an die Existenz von Verschwörungstheorien glauben, ist dieses Video auch nichts für Sie. Bei allem, was um uns herum passiert, sind das schon lange keine Theorien mehr. Dieses Video ist ein Test für Ihre Aufgeschlossenheit und ich möchte Sie bitten, 55 Minuten Ihres Lebens zu investieren und sich trotz Ihrer Skepsis das Video bis zum Ende anzusehen. Denn es könnte Ihnen helfen, sich an die Veränderungen anzupassen, die in naher Zukunft für alle Menschen auf der Erde anstehen. Bitte unterlassen Sie negative Kommentare, Downvoting und Disliking. Wenn Sie sich dazu gezwungen fühlen, bedeutet das, dass Sie sich ein Video ansehen, das nicht für Sie ist. Bitte bleiben Sie dran und haben Sie Respekt vor der Zeit und Energie, die es gekostet hat, dieses Video zu machen. Sie können argumentieren, nicht zustimmen und einige der Theorien ablehnen, das ist okay. Aber es wird nichts ändern an den Lügen, die Ihr Leben bestimmen. Sie haben nicht mehr den Luxus, ungläubig zu sein, denn Ihre aktuelle Realität ist buchstäblich wie geschaffen für den Beweis der Lügen und es ist an der Zeit, dass Sie Ihre Zweifel in tröstliche Akzeptanz umwandeln. Ich lade Sie zu einer Diskussion ein, denn ich habe nicht das Monopol auf die Wahrheit und könnte in einigen Aspekten falsch liegen. Um ehrlich zu sein, hoffe ich sogar, dass ich falsch liege. Auch wenn nicht alles, was Sie hier erfahren werden, wahr ist, so wird es doch 100-mal realer sein als die gefälschte Version der Realität, die man Ihnen auftischen will. Leute wie ich, die von den Lügen wissen, werden ständig lächerlich gemacht und die Ironie ist, dass im Grunde genau wir diejenigen sind, die anderen helfen und sie retten können. Ich werde Ihnen Referenzen angeben, da dies zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Alles, was ich hier vorstelle, kann nachgeschlagen werden. Es gibt viele Bücher über diese Themen. In der Tat sind es meist nicht meine eigenen Entdeckungen und ich präsentiere Ihnen Schlussfolgerungen von anderen logisch denkenden und intelligenten Forschern und Wissenschaftlern. Teilen Sie dieses Video mit denen, denen Sie helfen möchten. Dieses Video ist urheberrechtsfrei. Verwenden Sie den unten stehenden Link und laden Sie ihn herunter und stellen Sie ihn in Ihren sozialen Medien zur Verfügung. Es gibt auch einen MP3-Link in der Beschreibung, den Sie in Ihrer Freizeit anhören können. Es gibt nicht viele Videos wie dieses. Lassen Sie uns zunächst darüber sprechen, warum Sie etwas über die Natur der Lüge wissen müssen. Ihr Leben gehört nicht Ihnen. Es wurde für Sie entworfen. Jedes Element wurde von langer Hand sorgfältig choreografiert und geplant und es gibt nichts Organisches mehr an dem scheinbar natürlichen evolutionären Entstehungsprozess von allem, was sie umgibt. Die Realität, wie wir sie kennen, wird von einer kleinen, unsichtbaren Gruppe von Menschen entworfen und kontrolliert, um die Menschheit zu zwingen, ein Teil ihrer Vision zu sein. Ja, sie sind real und die Politiker, die sie wählen, ziehen nicht die Fäden. Sie leben wirklich auf vielen Ebenen in der Matrix, aber hier werden wir uns damit beschäftigen, Matrix der Lügen, in der sie täglich feststecken, aufzudecken. Sie müssen über ihre Existenz Bescheid wissen, weil wir ein Stadium erreicht haben, in dem Lügen zersetzt werden müssen, unserer Welt und unseres Lebens willen.
Sie leben am Ende des Zeitalters der Täuschung und sie müssen verstehen, dass sie absichtlich und künstlich auf dem geistigen Niveau eines Kindes gehalten werden, quasi im gedanklichen Mittelalter. Dieses trügerische Kartenhaus bricht zusammen und die globale Situation, in der wir uns befinden, dient der Schadensbegrenzung und als Ergebnis unserer Befreiung von der intellektuellen Kontrolle. Wir werden unabhängig. Wir müssen nicht mehr fragen, ob und was alles Lüge ist, sondern wer dahinter steckt und was das Ausmaß dieser Lügen ausmacht. Es ist an der Zeit, die Frage zu stellen und zu beantworten, wer wir als Spezies wirklich sind und was unser gemeinsames Ziel sein soll. Sie und künftige Generationen verdienen es, die Wahrheit zu erfahren, da es keine Möglichkeit gibt, bewusste Existenz zu leben und zu sein, ohne ein gesundes Bewusstsein auch für die Umwelt zu haben. Sie müssen die Wahrheit kennen, denn die Unfähigkeit, die Lügen zu verstehen, kann sie alles kosten. Die daraus resultierende Forderung der Gesellschaft nach Konformität ist die Hauptsache für Pathologie, Ängste und Entfremdung. Wenn Sie in Lügen leben, leben Sie in einem Zerstörungsmodus. Ihr Körper, Ihre Beziehungen, Ihre Umwelt, Ihre Gesellschaft, Sie alle werden den Preis zahlen. Nur wenn Sie all die Lügen sehen, können Sie in Harmonie mit sich selber und Ihrer Umwelt existieren und funktionieren. Nur die Wahrheit kann Sie befreien und Sie werden nicht dorthin gelangen, solange Sie die Illusion nicht erkennen können. Vor allem aber, Sie müssen die Lüge verstehen, um Ihre Zukunft zu sehen. Erwachen und Bewusstseinsveränderung sind unmöglich, wenn sie verwirrt und frustriert im Kreis laufen. Immer mehr Menschen machen sich bereit und die Wahrheitsbewegung gewinnt an Schwung. Wir müssen schnell anfangen aufzuwachen, solange wir noch die Möglichkeit zum freien Informationsaustausch haben. Das Fenster für den Zugang und das Lernen der Wahrheit schließt sich ebenfalls sehr schnell. Und wenn Sie sich jetzt nicht weiterbilden, haben Sie vielleicht bald nicht mehr die Chance dazu. Jeder Bereich Ihres Lebens, der mit Lügen gefüllt ist, wird eine Transformation erfahren. Dies ist das Endspiel des jahrhundertelangen Zeitalters der Täuschung, sowohl für uns als auch für diejenigen an der Macht. Es wird bald eine Zeit kommen, in der fast jeder keine andere Chance mehr hat, als zu beginnen, zu erwachen und zu erkennen, was vor sich geht. Und viele werden verzweifelt sein und Anleitung brauchen. Kluge Menschen wie Sie, die die Zeit und den Mut hatten, sich zu informieren und sich auf den Zusammenbruch der Matrix vorzubereiten, werden gebraucht, um den Rest aus der Welt, aus der Illusion in die reale Welt zu begleiten. Es ist ein schmerzhafter und brutaler Prozess und die Zukunft des Bewusstseins der Menschheit liegt in den Händen von informierten Menschen wie Ihnen. Sie müssen über die Lügen Bescheid wissen, denn es steht eine große Revolution bevor. Ein unausweichlicher Konflikt zwischen uns und Ihnen. Bilden Sie sich weiter. Seien Sie auf der richtigen Seite der Geschichte, denn Sie sind Teil von noch nie dagewesenen Veränderungen unserer Welt. Menschen wie ich sind signifikante Störelemente und es wird Zeit, dass wir mehr werden. Ich erzähle Ihnen das alles, damit sich die Dinge ändern, damit sie sich verändern können. Aber warum sollten Sie auf mich hören wollen? Dafür gibt es einige Gründe. Das, was jetzt kommt, habe ich persönlich erlebt. Ich bin in einem kommunistischen Land aufgewachsen, umgeben von kommunistischen Lügen. Schon in jungen Jahren lernte ich die Mechanismen der Täuschung kennen. Meine Welt wurde erst durch utopische sozialistische Propaganda zerstört, gefolgt von der Gier des rücksichtslosen Kapitalismus. Ich bin in einer Industriestadt aufgewachsen, die von Kohleminen umgeben war. Diese Minen waren ganz oben auf der Löschungsliste der globalen Finanzmächte. Es begann mit Kohleminen und wurde dann auf alle anderen Industriezweige übertragen. Der Prozess bekam den hoffnungsvoll klingenden Namen Restrukturierung und führte zu einer kontrollierten Implosion der gesamten Wirtschaft. Landesweit stürzte sie alle in eine endlose Spirale von Armut und Schulden, die bis heute andauert. Ich habe es aus erster Hand miterlebt und ich erzähle Ihnen das, weil dieselbe Gruppe von Menschen jetzt 30 Jahre später einen ähnlichen Prozess finanziell fördern, aber dieses Mal auf einem globalen Level. Deshalb lohnt es sich, mir zuzuhören. Bevor ich Ihnen von den Lügen erzähle, möchte ich noch zwei Fragen ansprechen. Was ist der Grund für die ganze Täuschung? Darauf gibt es eine kurze Antwort: Kontrolle und Profit.
Lügen sind die Unfähigkeit derjenigen, die die Fäden ziehen, ihr Ego zu kontrollieren, um ihnen mit Liebe und Logik zu begegnen und um sie offen und ehrlich zu bitten, sich ihrer Vision der Welt anzuschließen. Dies sollte ihnen helfen, die Art ihrer Agenda zu erkennen. Wenn es durch Täuschung und Lügen geschehen muss, können sie verstehen, wie wenig Wert ihre Pläne für uns haben? Wie erkennt man, was wahr und was eine Lüge ist? Suchen Sie nach Zensur und Abwertung durch ins Lächerliche ziehen. Menschen werden zum Schweigen gebracht, wenn sie die Wahrheit sagen oder wenn sie wichtige Lügen aufdecken. Erkennen Sie, wen Sie nicht kritisieren können. Recherchieren Sie alles und nehmen Sie nichts für bare Münze. Erkennen Sie die Muster. Sehen Sie, wer eine bestimmte Botschaft unterstützt und woher sie kommt. Lernen Sie, die Punkte zu verbinden und nach Analogien zu suchen. Der Mensch als Individuum hat viele wunderbare Eigenschaften und ist sehr leistungsfähig, und das ist es, worum es in meinen Videos meistens geht. In diesem Video werde ich mich darauf konzentrieren, was Sie kollektiv zu so effizienten Gläubigen der Illusion macht. Diejenigen, die die Kontrolle haben, erreichen ihre Ziele mit ihren einfachen und primitiven Lügen, weil sie die Wahrheit kennen. Sie müssen sich nicht einmal viel Mühe geben, weil sie uns besser kennen, als wir uns selbst kennen. Sie wissen, woraus wir gemacht sind, und deshalb haben nur wenige Zugang zu der Wahrheit. Eine der größten Lügen hat mit uns Menschen zu tun, denn wir sind nicht das, was sie denken, dass wir sind. Sie als Mensch sind nicht so machtlos, wie sie es ihnen weismachen wollen. Metaphysisch sind sie eine unglaubliche Einheit. Es ist ihre physische Form, die problematisch ist, und sie müssen lernen, ihre Grenzen zu verstehen. Das Design des menschlichen Körpers, obwohl unglaublich komplex und wunderbar, ist minderwertiger als das der meisten Tiere auf der Erde. Wenn Sie ein Floh wären, könnten Sie über das Empire State Building springen. Wenn Sie eine Garnele wären, könnten Sie das gesamte Spektrum des Lichts sehen, und wenn Sie ein Hund wären, könnten Sie eine Chemikalie anhand Ihrer Substanz in der Reihenfolge Ihres Molekulargewichts erkennen. Wer oder was auch immer uns entworfen hat, hat einen lausigen Job gemacht. Und obwohl das menschliche Genom mit 700 Megabyte der komplexeste Code ist, den es gibt, enthält er mehr als 4000 genetische Fehler mit schwerwiegenden Implikationen für uns alle. Wenn Sie uns aus einer außerirdischen Perspektive betrachten würden, würden Sie erkennen, dass es zwei Erkennungsmerkmale des Menschseins gibt: Lügen und sich ständig irren. Der menschliche Verstand ist so widersprüchlich, dass ich über die meisten Wahrheiten nicht einmal offen sprechen kann, ohne dass sich hier viele empören. Ich muss Disclaimer und Selbstzensur verwenden, weil es einfacher ist, Menschen anzulügen, als sie zu überzeugen, dass sie belogen wurden. Nach meinen Beobachtungen scheint das größte Problem die geringe Intelligenz und der Mangel an Logik zu sein. Nur knapp einer von 100.000 Menschen hat den nötigen IQ, um die Prozesse zu verstehen und diese Realität zu beherrschen. Und selbst das wird ihnen immer noch nicht die Fähigkeit verleihen, die Lügen zu akzeptieren, sie als wahr anzuerkennen. Die meisten Menschen sind engstirnig und haben nicht die Fähigkeit, abstrakt zu denken und gleichzeitig zwei gegensätzliche oder widersprüchliche Theorien zu analysieren. Das liegt daran, dass sie mehr emotional als rational sind, und diese impulsive Natur macht sie kollektiv ängstlich, gierig, naiv, ignorant, unentschlossen, egogetrieben und grausam. Am schlimmsten aber ist, dass es uns als Gruppe chaotisch unorganisiert, wenn ohne starke Führung dastehen lässt. Zusammen mit den Indoktrinationsbemühungen der Machthaber macht es den Menschen gefügig, gehorsam, leicht zu kontrollieren und lenkt ihn vom Kollektivbewusstsein ab. Wenn Sie verstehen möchten, wovon ich spreche, sehen Sie sich den Film Truman Show mit Jim Carrey an und achten Sie darauf, wie die Hauptfigur nicht von äußeren Einflüssen gesteuert wird, sondern wie er durch ein System innerer Überzeugungen an seinem Platz gehalten wird. Überzeugungen, die nicht durch einen Herrscher entstanden sind, sondern durch seine Familie und Freunde, die so gemeinsam eine sich selbst erhaltende Welt der Lügen und Illusion erschaffen. Der am schwierigsten zu überwindende Teil der menschlichen Natur ist das ständige Bedürfnis nach Unterwerfung und Autoritäts- und Vaterfiguren und das Zulassen, dass eine Handvoll krummer Individuen über das Leben von Milliarden von Menschen entscheiden. Wir haben kollektiv ein sehr schlechtes Gedächtnis und vergessen schnell, was immer wieder dazu führt, dass wir Opfer sind und sie von unserem Leid profitieren. Statistisch gesehen können nur 15% der Menschen
nicht durch Gedankenkontrolle und Propaganda beeinflusst werden. Das liegt am Vorhandensein eines DNA-Markers, der durch eine höhere Frequenz ihrer Gedanken eingeschaltet wird. Das könnte der wahre Grund dafür sein, dass ihre Zirbeldrüse immer der Ground Zero eines jeden Krieges ist, da diese auf ihren Verstand wirkt. Die Tatsache, dass sie mir jetzt zuhören, bedeutet, dass sie zu dieser winzigen Minderheit von gesunden und aufgeschlossenen Individuen gehören, die in der Lage sind, den Lauf der Geschichte zum Guten zu verändern. Die restlichen 85% gehen alle durch das Leben, ohne einen einzigen originellen Gedanken zu haben. Und jedes Mal, wenn sie mit einem neuen, ungewohnten Konzept konfrontiert werden, sind sie gezwungen, mit Wut und Feindseligkeit zu reagieren. Um jede Form einer neuen Idee zu akzeptieren, muss sie mit der Verwendung von bereits funktionierenden Strukturen und Konzepten durch die Person in Resonanz gehen. Deshalb ist wahre Ignoranz die Unwilligkeit zu lernen und gleichzeitig nahezu religiös unlogische und ungeprüfte Lügen zu glauben, die von Politikern, dem medizinischen Establishment und den Medien verbreitet werden. Ein durchschnittlicher Mensch, der in einer trügerischen, auf Lügen basierenden Umgebung aufwächst, entwickelt sowohl eine fehlerhafte Realitätswahrnehmung als auch fehlerhafte Analysemechanismen, die es ihm letztendlich nicht erlauben, irgendetwas zu verstehen, das passiert, und beides zusammen sorgt dafür, dass sie etwas glauben, was nicht ist, und etwas nicht glauben, was ist. Konzentrieren wir uns nun auf die Lügen, aus denen die menschliche Existenz besteht. Wir beginnen mit einfachen, alltäglichen Themen wie Essen. Die Ernährungspyramide, die in den letzten Jahrzehnten propagiert wurde, um Generationen von Menschen zu ernähren, ist in der Tat eine auf den Kopf gestellte Version der wahren menschlichen Ernährungsbedürfnisse. Diese Lüge hat zu einer globalen Gesundheitskatastrophe geführt, wobei die USA selbst dazu beigetragen hat, bankrott zu sein, in den letzten 20 Jahren allein durch die Kosten für die Behandlung von Diabetespatienten. In ihrem Lebensmittelgeschäft sind die Regale mit Lügen gefüllt. Ihnen werden keine gesunden Lebensmittel verkauft, sondern Lebensmittel, die den meisten Profit bringen und das längste Verfallsdatum haben. Tatsächlich wird die Hälfte der Lebensmittel, die zur Erhaltung der Gesundheit erforderlich sind, nicht einmal in Supermärkten verkauft. Und wenn Sie analysieren würden, womit Sie Ihren Einkaufswagen füllen, würden Sie dort Dinge finden wie Milch, Fleisch, Zucker, Salz sowie verarbeitete Öle. Lebensmittel, die niemals Teil Ihres Speiseplans sein sollten. Das nennen wir Grundnahrungsmittel. Aber das würden Sie nie erfahren, weil Sie zu sehr mit dem Zählen von Kalorien beschäftigt sind. Auch eine Fälschung. Kalorien sind eine Energieeinheit, die für den menschlichen Körper absolut keine Bedeutung hat. Die Lebensmitteletiketten belügen Sie mit ihren sinnlosen Nährwerten, die auf den Inhalt von Fett, Kohlenhydrate, Ballaststoffe und Eiweiß hinweisen und suggerieren, dass nahrhafte und lebenserhaltende Lebensmittel wie Pilze oder Wassermelonen keinerlei gesundheitlichen Nutzen hätten. Sie können nicht erwarten, die Wahrheit darüber zu erfahren. Es ist, wie die menschliche Gesundheit selbst, eine riesige Lüge. Das heutige medizinische System ist nicht darauf ausgelegt, Sie von Ihren Krankheiten zu heilen, sondern Sie in einem permanenten Krankheitszustand zu halten und sicherzustellen, dass Sie schnell sterben. Ja, im Namen des Profits werden Sie medizinisch vergiftet, bis Ihr Immunsystem letztendlich aufgibt. Statistisch gesehen ist die Schulmedizin mit ihren verschreibungspflichtigen Medikamenten und medizinischen Fehlern ein Kunstfehler und damit die führende Todesursache in der westlichen Welt. Dies liegt daran, dass die medizinischen Giganten über die Natur von Krankheiten lügen, um Profit zu machen mittels einer ganzen Liste von vorgetäuschten Zuständen zum Zweck der Medikation von gesunden Menschen. Die Wahrheit ist, dass diese verschiedenen Zustände, die Ärzte als Krankheit bezeichnen, in Wirklichkeit ein Zustand des geschwächten Immunsystems ist, das durch Unterernährung und toxischen Lebensstil verursacht und manifestiert wird und sich durch eine Vielzahl an Symptomen zeigt. Sie werden über die ständige Bedrohung durch Bakterien und Viren belogen und niemand ist bereit, Ihnen zu erklären, dass Mikroben nicht nur die Hälfte der Biomasse der Erde ausmachen, sondern dass es in Ihrem Körper 10-mal mehr Bakterien als Zellen gibt. Sie bestehen buchstäblich aus Keimen, die von einem starken Immunsystem in Schach gehalten werden. Solange Sie sich um sich selbst kümmern, haben die Keime keine Umgebung, um sich zu vermehren. Sie werden über die heilende Wirkung von chemischen Verbindungen belogen,
Cannabis und Psychedelika, die unglaublichste Medizin, die dem Menschen bekannt ist, sind verboten. Sie müssen sehr viel Zeit aufwenden, um Informationen über die starke Korrelation zwischen hohem Zuckerkonsum und Schizophrenie zu erfahren. Überall wird einem gesagt, dass Sonneneinstrahlung schädlich ist und dass es völlig in Ordnung sei, Quecksilber, das schädlichste aller Toxine, das dem Menschen bekannt ist, in Zähne zu stecken. Nur 2 Zentimeter von ihrem Gehirn entfernt. Wir alle haben diese Lüge des körperlichen Abbaus und des Alterns als einen unvermeidlichen Prozess akzeptiert. Sie vergessen jedoch, dass es keinen Alterungscode in ihrer DNA gibt und sie theoretisch ewig leben könnten. Alle Berichte über Menschen, die jahrzehntelang jenseits der imaginären Grenze von 100 Jahren leben, werden sofort als Lüge bezeichnet, wie im Fall eines tibetischen Mannes, der 256 Jahre lang gelebt haben soll und offenbar war er nicht der Älteste. Eine weitere große Lüge ist die Frage des Todes selbst. Die Mainstream-Wissenschaft ignoriert bequemerweise die Tatsache, dass mit tausenden von zuverlässigen Berichten Reinkarnation heute eine wissenschaftliche Tatsache ist. Seriöse Wissenschaftler werden lügen, um jeden zu diskreditieren, der unwiderlegbare Beweise anbietet, dass einige Kinder heute mit legitimen und detaillierten Erinnerungen an frühere Leben geboren werden. Jeder Bericht über eine Nahtoderfahrung wird als Halluzination eines sauerstoffarmen Gehirns zurückgewiesen oder als anderer unwissenschaftlicher Hokuspokus abgetan. Unser heutiges Wissen ist nichts weiter als ein Sammelsurium von unlogischen Ausreden und Ausweichmanövern. Techniken für die unerklärliche metaphysische Natur unserer reichen und komplexen Welt, deren Weisheit und Schönheit wir leugnen sollen. Wissenschaft wird von Menschen gemacht. Sie wird bezahlt und somit verzerrt und manipuliert. Im 19. Jahrhundert erklärten sogenannte Wissenschaftler, dass der menschliche Körper sich nicht schneller als 30 Meilen pro Stunde ohne zu ersticken fortbewegen könne. Ein Jahrhundert später wurde behauptet, der erste Flug der Gebrüder Wright sei ein Schwindel gewesen, aufgrund des weit verbreiteten Glaubens, dass Objekte, die schwerer als Luft sind, nicht fliegen können. Das Gleiche wurde über das Reisen mit Schallgeschwindigkeit behauptet. Es ist immer die gleiche Geschichte. Wichtige wissenschaftliche Entdeckungen werden lächerlich gemacht und abgetan, weil sie nicht in das aktuelle Mainstream-Narrativ passen. Gleichzeitig werden Pseudowissenschaftler als unterhaltsamer Deckmantel und Ablenkung von wichtigen, nutzbringenden Entdeckungen und Technologien benutzt. Im Laufe der Geschichte wurden Menschen wie Thomas Edison, Albert Einstein, Bill Nye, Neil deGrasse Tyson und andere Hochstapler benutzt, um abstrakte, pseudowissenschaftliche Fehlinformationen zu verbreiten und Millionen von potenziell brillanten Köpfen anzulügen und sie von der experimentellen Natur der objektiven Forschung abzuhalten und zwingt stattdessen sie, staatlich geförderte Irrlehren wiederzukäuen. Jeder, der ein wenig freie Zeit zur Verfügung hat, kann sich mit diesen Theorien beschäftigen und wird feststellen, dass sie nichts als falsche Annahmen propagieren, die auf absurden, imaginären Theorien beruhen, während die wirklichen Wissenschaftler wie Nikola Tesla absichtlich ausgelassen und aus den Lehrbüchern entfernt werden. Das Niveau der Täuschung und Fehlinformation ist so hoch, dass buchstäblich jeder damit anfangen kann, ein Social-Media-Account mit Tausenden von Followern zu studieren und kann dabei sogar über ein gut verstecktes faktisches wissenschaftliches Rätsel stolpern, wie es in meinem Fall geschehen ist. Ich brauche nur ein paar Monate der Diskussionen mit anderen Psychonauten, um zu lernen, dass Menschen kollektiv die gleichen Informationen von einem Ort außerhalb dieser Realität erhalten. Sie werden nicht in der Lage sein, etwas darüber zu erfahren, es sei denn, sie blättern durch seitenweise deklassifizierte Dokumente von Regierungsbehörden mit 3 Buchstaben, die heimlich die metaphysische Welt und Dimensionen seit mindestens einem halben Jahrhundert studiert und kartiert haben. Sie wissen, dass die physische Natur dieser Realität eine Lüge ist. Wir aber erfahren das nicht. Wir leben in einer sozialen Struktur, in der ein Mann eine psychoaktive Substanz verteufeln kann, was zu einem weltweiten Verbot führte, das bereits über 70 Jahre andauert und Millionen von Leben zerstörte. Dabei kostet diese Welt unendlich viel Zeit, Geld, Energie und Leid. Harry Anslinger war der Politiker, der erfolgreich Lobbyarbeit betrieb, um ein dauerhaftes Verbot von Cannabis zu bewirken. Dieses Verbot führte zur Entstehung von Schwarzmärkten und einem weltweiten Drogenkrieg. Mit der gleichen Art von Lügen und Fehlinformationen verteufelte und delegalisierte man psychedelische Substanzen in den 70er Jahren.
Unzähligen Generationen von depressiven Menschen wurde der Zugang zu den therapeutischen und Heilwirkungen psychoaktiver Substanzen im Namen der Lebensrettung verwehrt. Kommt Ihnen das bekannt vor? Psychedelika sind nicht illegal, weil die Regierung sich um sie sorgt, sondern weil diese Substanzen ihren Geist erweitern und ihnen erlauben, die Lügen der herrschenden Klasse zu sehen. Das ist die Wahrheit, warum jede Art von Bewusstsein, das nicht mit dem Konsum oder der Produktion verbunden ist, in der westlichen Zivilisation verboten ist, und das ist der wahre Grund, warum bewusstseinsverändernde psychoaktive Substanzen weitgehend illegal bleiben. Im Allgemeinen ist jede Art von gesellschaftlicher Freiheit eine Lüge. Die Illusion der Freiheit ist vorteilhaft, weil sie die Produktivität steigert. In Wirklichkeit aber werden sie darauf trainiert, wahre Freiheit und Unabhängigkeit zu fürchten. Sie dürfen tun, was man ihnen sagt. Und sie dürfen gehen, wohin man ihnen erlaubt. Aber sie dürfen nicht wirklich frei sein. Das Interessante daran ist, dass der Mensch die Tendenz hat, sich freiwillig zu versklaven. Durch Technologie. Diejenigen von Ihnen, die Geräte wie Alexa, Siri, Google oder sogar Handys und Smart TV verwenden, sollen nicht erkennen, dass jetzt jeder durch den Einsatz von Anlagen ausspioniert wird. Alles, was Sie in der Nähe dieser Systeme sagen, wird stimmerkannt, transkribiert und als Text auf einen Remote-Server hochgeladen. Alles, was Sie sagen, wird gespeichert und kann jederzeit gegen Sie verwendet werden. Sie haben dies in den Geschäftsbedingungen akzeptiert. Und wenn Sie etwas tun, das als eine Bedrohung für den Status quo ist, landen Sie in der nächsten Lüge, die die Gesellschaft seit Jahrtausenden gedankenlos verübt hat. Das Gefängnis und Strafsystem. Das Strafsystem, das wir haben, ist eine Lüge. Ihr Ziel basiert auf dem falschen und unwissenschaftlichen Glauben, dass Strafe Gewalt stoppt. Wobei es in Wirklichkeit das effizienteste Mittel zur Stimulierung von Gewalt ist und die einfachste Methode, die einen normalen Menschen in einen dauerhaften Kriminellen verwandelt. Eine Studie nach der anderen hat das bestätigt, was die Resozialisierung angeht. Das heutige Gefängnissystem ist ein Fehlschlag. Wenn es wirklich funktionieren würde, würden wir keine Kriminellen mehr auf den Straßen sehen. Aber das tut es nicht, weil experimentell bewiesen wurde, dass Strafe nur dann wirkt, wenn sie unmittelbar nach der Tat erfolgt und wenn der Täter eine gedankliche Verbindung zwischen seiner Tat und den strafrechtlichen Folgen herstellen kann. Die Wahrheit ist, dass wir ein pseudo-juristisches System der ineffizienten Verfolgung statt der Aufarbeitung betreiben. Wenn wir Menschen konditionieren können, einer lügenden Regierung zuzuhören, warum können wir Menschen nicht konditionieren, liebevoll und fürsorglich zu sein? Wir bestrafen diejenigen, die unsere Hilfe am meisten brauchen, indem wir sie treten, wenn sie am Boden liegen. Diese Menschen sind die Opfer des Versagens der sozialen Pathologie, der sie unfreiwillig unterworfen wurden. In den meisten Ländern sitzen die Menschen nicht im Gefängnis, weil sie kriminell sind, sondern weil da jemand ist, der Geld mit ihnen verdient. Dieses System der Unterdrückung wird durch eine andere Lüge unterstützt, nämlich der, dass die Gesellschaft aus Intoleranten besteht. Aus rassistischen, gewalttätigen und gefährlichen Menschen, während die Wahrheit ist, dass es die ständige Wiederholung dieser Lüge ist, die sie erschafft und die Gesellschaft gegeneinander kämpfen lässt. Genauso wie eine Kohlemine genutzt und dann aufgegeben wird, können bestimmte Teile der Gesellschaft, sogenannte nützliche Idioten, belogen, benutzt und im Stich gelassen werden. Die letzte US-Wahl war ein perfektes Beispiel für diesen Prozess auf beiden Seiten. Die Lügen der Trennung bringen uns dazu, uns auf alles zu konzentrieren, was uns anders fühlen lässt. Sei es Rasse, Sexualität, politische Ansichten, Religion und so weiter. Unser Mitgefühl und unsere Empathie werden als Waffe eingesetzt und gegen uns verwendet, durch jede Menge innere Angst. Und weil Leugnen das beste Mittel gegen Angst ist, sind die größten Lügner innerhalb einer Gesellschaft immer die ängstlichsten und unsichersten. Und das alles, weil wir an eine weitere katastrophale Lüge glauben, die der Mensch als Gesellschaft benötigt. Manager im Besitz der Verantwortung und was wir damit effektiv geschaffen haben, ist eine parasitäre Schicht der sozialen Struktur, die sich aus der schlimmsten Sorte von Lügnern rekrutiert. Aus rücksichtslosen, egoistischen, geld- und machthungrigen Sozio- und Psychopathen. Das politische Wahlpyramidensystem ist im Grunde eine Lüge. Solange Sie einen Vertreter wählen, der eine kleine Einheit regiert, funktioniert es gut. Aber wenn diese Vertreter wiederum sekundäre Vertreter wählen, die über sie herrschen, wird das ganze System von der ursprünglichen Einheit abgetrennt. Von uns, der Gesellschaft.
Und jede Handlung und Entscheidung dieser Pyramidensystemakteure werden von egoistischen Selbsterhaltungsinteressen der obersten Gegenspieler angetrieben und nicht von den Bedürfnissen der Gesellschaft, die sie geschaffen hat. Politik ist in Wirklichkeit ein Betrug, der darauf beruht, das am wenigsten schmerzhafte Unterdrückungssystem zu wählen. Die Regierung kann in ihrem Handeln einfach als Mafia definiert werden, die raubt, terrorisiert und ausbeutet. Das sind genau die Menschen, die sie eigentlich vor dem Bösen schützen sollen. Fast alle modernen Wahlen sind gefälscht. Regelmäßig auftretende Endergebnisse in großen sozialen Einheiten sind eine mathematische und logische Unmöglichkeit. Jedes Mal, wenn Sie Bruchteile von Ergebnisunterschieden sehen, können Sie sicher sein, dass Sie Zeuge einer politischen Manipulation sind. Es ist schwierig, dies zu erkennen, weil die Demokratie selbst eine riesige Lüge ist. Die Tatsache, dass dieses System die Welt erobert hat, bedeutet nicht, dass es sinnvoll ist. Es ist ein falsches Kontrollsystem, das der Gesellschaft die Illusion von Wahlmöglichkeiten gibt. Es ist ein naiver Glaube an die kollektive Weisheit der individuellen Unwissenheit, in der die Mehrheit bittet, eine Entscheidung zu treffen, nur um dann gesagt zu bekommen, welche Entscheidungen als nächstes zu treffen sind. Wie kann man eine Gesellschaft effizient führen, in der man ein System einführt, das die Menschen in gegnerische Lager teilt? Und warum sollte die Mehrheit bei der Entscheidungsfindung Recht haben? Das ganze System ist auf die Mehrheit ausgelegt, die keinen nennenswerten Einfluss auf seine eigene Zukunft ausüben will. Das Problem der durchschnittlichen Intelligenz habe ich bereits erläutert. Die kreativsten und wichtigsten sozialen Einheiten werden ignoriert. Dabei sind gerade sie es, die die Gesellschaft positiv verändern und gestalten. Glauben Sie nicht, dass irgendwelche anderen Systeme besser sind. Jedes gesellschaftliche Konzept, das auf Ismus endet, ist nur eine andere Version einer Bestandskontrolle und eines neuen Verwaltungssystems und hat nichts mit Freiheit zu tun. Ich muss nicht versuchen, Sie davon zu überzeugen, dass ohne Massenmedien, die Werbeagentur der Regierung, keine effektive Propaganda geben würde. Sie erhalten keine Nachrichten oder Fakten, sondern Lügen in Form von destillierten, sorgfältig ausgewählten Meinungen, um ihre Denkweise zu formen. Dies ist lediglich ein angsterzeugendes Werkzeug, bei dem Sie keine Informationen über positive Aspekte unseres Lebens finden werden. Ein weiteres Element des Gehirnwäschesystems ist Hollywood. Die Filmindustrie erzieht Generationen mit ihren teuren und aufwendigen visuellen Kreationen und ist eine Lügenverbreitungsmaschine von unübertroffenem Ausmaß. Sie wissen es wahrscheinlich nicht, aber Hollywood und jetzt auch Netflix belügen sie, indem sie ihnen im Grunde nur einen einzigen Film zeigen. Fast jeder einzelne Film hat die gleiche Geschichte, die der Transformation der Hauptfigur mit zusätzlichen Lügen, die sich in den scheinbar unterschiedlichen Details der Geschichte verbergen, bei denen der Betrachter unbewusst programmiert wird, um an eine bestimmte Reihe von Werten zu glauben. Nämlich die Werte, die Hollywood für wünschenswert hält. Sie sind großzügig genug, um mit ihnen die geplanten zukünftigen Ereignisse wie in V for Vendetta, oder sie spielen sogar mit ihrer Fantasie, indem sie erklären, worum es in der Realität geht, wie im Fall von Matrix oder die Truman Show. Aber auch wenn sie kein Fan von Blockbuster-Kreationen sind, werden sie von jedem Bildschirm belogen durch die Werbung, die sie sich ansehen. Was die meisten von uns als nützliches Element oder visuelle Botschaft akzeptieren, ist in Wirklichkeit eine Lüge, die verwendet wird, um sie zu zwingen, etwas zu kaufen, was sie nicht brauchen. Unternehmen verkaufen ihre Produkte und Dienstleistungen, indem sie Bedürfnisse schaffen, die ursprünglich gar nicht in ihnen existierten. Die Wahrheit ist, dass sie alles Wertvolle, das sie wirklich brauchen, auch ohne Werbung finden. Tatsächlich sind es die Werbematerialien, die zwischen ihnen und ihren wirklichen Wünschen stehen. Sie trennen sie von der Erfüllung ihrer natürlichen Triebe und ersetzen sie durch die Befriedigung wertloser materieller Güter zu erwerben. Und so entdecken sie jetzt die wahren Herrscher unserer Realität. Während die Demokratie die Illusion eines guten Systems ist, ist die wirkliche Regierungsmacht der Welt heute etwas, das man nur als Korporatokratie bezeichnen kann. Sie werden in Wirklichkeit von einer Handvoll mächtiger Konzerne regiert, deren Einkommen und Budget mit dem vieler Nationen konkurriert. Sie sind diejenigen, die den Fluss von Geld, Macht und Informationen kontrollieren. Das Problem ist, dass wenn Sie ein psychologisches Profil eines Unternehmers erstellen würden, Sie bei einem Psychopathen enden würden, der sein narzisstisches Verhalten auslebt, indem er die Bedürfnisse und die Sicherheit anderer missachtet, der unfähig ist, eine dauerhafte Beziehung aufzubauen, der versagt beim Versuch, sozialen Normen zu entsprechen oder Schuldgefühle zu erleben und so weiter. Was uns zu einer weiteren großen Lüge führt, einer, die Ihnen sehr am Herzen liegen sollte, die Lüge des Geldes.
Die Konstrukteure des Systems wissen, dass je stärker eine Gesellschaft wirtschaftlich belastet ist, desto wahnhafter und gehorsamer wird sie. Die ungleiche Vermögensverteilung ist Armut per Design. In der Tat ist alles Armut auf der Welt konstruiert. Wir leben in einer reichen Welt, die reich an allem ist, was wir brauchen, um als Spezies und Individuen zu gedeihen. Hunger, Armut oder Krankheiten müssen dort gar nicht existieren. Die Lüge ist, dass das Geld, das Sie auf Ihrem Konto oder in Ihrer Brieftasche haben, in Wirklichkeit aus Schulden besteht. Ihre Kreditkarte ist eine Lüge für ein Leben, das Sie sich nicht leisten können, oder die ganze Schuldenkultur, in der wir leben, ist gefälscht. Sie wissen nicht einmal, dass Ihr Papiergeld seit mehr als 50 Jahren wertlos ist, nämlich seit es vom Goldstandard losgelöst wurde. Die finanziellen Probleme, die wir heute haben, sind nicht das Ereignis von ein paar schlechten politischen Entscheidungen. Sie sind eine Folge unserer Blindheit gegenüber den seit Jahrhunderten stattfindenden Bankbetrügereien. Die Börsen sind manipuliert. Der jüngste Wall Street-Skandal hat dies deutlich offengelegt. Derivat- und Währungsmärkte, die verantwortlich sind für die Illusion von Wirtschaftswachstum, produzieren in der realen Welt eigentlich nichts von Wert. Zu allem Überfluss ist sogar der Bitcoin, das Aushängeschild unserer finanziellen Zukunft, nichts als eine riesige Lüge. Ein rebellisches, komplexes digitales Währungssystem, von dem man annimmt, dass es die Schöpfung eines einsamen Genies ist, ist in der Tat nur ein Probelauf für einen baldigen globalen digitalen Währungsersatz. Auch wenn es mit 1 Million Dollar bewertet wurde, wäre es eigentlich gleich dem Wert allen globalen Vermögens zum Zeitpunkt seiner Gründung. Diese Lüge ist besonders wichtig für Sie, denn es gibt einen finanziellen Wendepunkt von monumentalen Proportionen am Horizont, die der Durchschnittsmensch gar nicht wahrnimmt. Zu den finanziellen Lügen gehört ebenfalls Ihr Steuersatz, den Ihnen die Regierung vorgaukeln will und der angeblich zwischen 20-40% liegt. Die reale Besteuerung versteckt sich in der jährlichen Inflationsrate außerhalb der staatlich anerkannten Inflation und die Anzahl der Tage, die Sie arbeiten müssen, um alle Ihre steuerlichen Verpflichtungen, die jährlich wachsen, zu begleichen. Derzeit arbeiten Sie erst ab etwa August in die eigene Tasche, was darauf hinweisen würde, dass Ihr wahrer Steuersatz in etwa bei 70% liegt. Aber haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie 5 Tage die Woche 8 Stunden am Tag arbeiten, um diese Steuern zu bezahlen? Wer und warum hat sich dieses System ausgedacht? Dies ist eine weitere Lüge. Es stellt sich heraus, dass Menschen, die überwacht werden, nur 4 Stunden pro Tag bei einer 3-4 Tage Arbeitswoche bereitwillig und effizient arbeiten. Der Rest ist Fleißarbeit, die auf Müßiggang und Ablenkung beruht. Das heutige 9-to-5-System wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts für Menschen wie Henry Ford und die Zwecke seiner Autofabrikeffizienz installiert. Man entdeckte, dass die 8-Stunden-5-Tage-Woche das Maximum war, das man in eine Arbeitswoche quetschen konnte bzw. aus einem Arbeiter herausholen konnte, bevor er vor Erschöpfung krank wird. Bis heute stecken sie in einem System fest, das sie ständig am Rande des psychischen und körperlichen Zusammenbruchs hält. Doch das ist noch nicht alles. Die Tatsache, dass Sie überhaupt arbeiten müssen, ist eine Lüge und sollte Sie dazu bringen, sich zu fragen, warum unser Leben vollständig darauf ausgerichtet ist, den Lebensunterhalt zu verdienen, während wir bereits die Technologie und Infrastruktur haben, all unsere Arbeit an Roboter zu delegieren, um uns von den Mühen des täglichen Überlebens befreien. All diese Lügen sollten nicht überraschen, wenn man den Zustand unserer heutigen Bildung betrachtet. Das ganze System ist eine Lüge und wurde entwickelt, um Sie so lange wie möglich ungebildet zu halten und Ihnen beschämend minderwertigen Service für unsere jungen, wissensdurstigen Köpfe zu liefern. Chronisch unterfinanziert und permanent vernachlässigt fördert es die schlimmsten und ineffektivsten Methoden des Erwerbs von meist nutzlosem Wissen durch Auswendiglernen und Wiederholung. Sie ist standardisiert und wird in Massen durchgeführt, wobei die Personen nach Alter gruppiert werden, das unbedeutendste Kriterium. Und sie werden über die Vergangenheit aufgeklärt, nicht über die mögliche Zukunft. Es bereitet sie nur auf eine Sache vor und ihr einziger Zweck ist es, sie zu einem Job zu geleiten. Etwas, das heute ohne den Umweg über die staatlich geförderte Indoktrinationslager, die sich als Lehreinrichtungen tarnen, gar nicht nötig wäre. Diese archaische Struktur ist in ihrer Funktionsweise eigentlich näher an einem Gefängnissystem als an einem akademischen Umfeld. Und es ist nicht verwunderlich, dass die erfolgreichsten, kreativsten und einflussreichsten Menschen in unserer Gesellschaft Schulabbrecher sind. Denn ihr Hauptzweck besteht lediglich darin, sie so verwirrt und unwissend wie möglich zu halten.
Sie sollen nicht in Betracht ziehen, sich selbst zu bilden und schon gar nicht verstehen, dass fast die gesamte menschliche Geschichte eine Lüge ist. Ist Ihnen jemals in den Sinn gekommen, dass es keinen einzigen Menschen auf der Welt gibt, der sich daran erinnert, woher wir kommen und wer wir sind? Die Lüge über die menschliche Herkunft ist der Hauptgrund, warum Sie so wenig Respekt vor sich selbst haben. Sie denken, Sie sind ein bedeutungsloses Staubkorn in einem endlosen Universum. Sie dürfen nicht lernen oder lehren, dass die meisten historischen Katastrophen, Kriege und Gräueltaten sorgfältig geplant wurden oder dass die Welt regelmäßig durch den Einsatz von Nuklearsprengungen, Überschwemmungen und Fossilisationstechnik zerstört wurde. Dass die Geschichte der Menschheit nur ein paar tausend Jahre alt ist, nicht hunderttausend oder sogar Millionen Jahre. Dass die eigentliche Geschichte Europas mit dem einst riesigen Slawen- und Tartanenreich komplett gefälscht ist und von allen Karten getilgt wurde. Sie werden belogen, dass Amerika gegründet und nicht entdeckt wurde, wie eine riesige Menge an fotografischen Beweisen beweist. Die zeigen, dass ausgeklügelte Strukturen bereits lange vor den Siedlern bestanden, die angeblich jegliche Technologie und Ressourcen brachten, um sie zu erbauen. Es ist eine Tatsache, dass die gleiche unglaubliche, technisch fortschrittliche Architektur in jedem Teil der Welt existiert. Dies bleibt von Forschern und Historikern jedoch meist unbemerkt. Was soll man von der Tatsache halten, dass man Riesensteine mit innerer Struktur finden kann, der Struktur des menschlichen Herzens? Was ist mit all den Artefakten, Fotos und alten Berichten, die über die Existenz von den Riesen berichten, die vor unserer Zivilisation die Erde durchstreiften? Was ist mit den Drachengeschichten, die es in jeder Kultur gibt? Wie kommt es, dass der größte Teil unserer Geschichte eigentlich unter Wasser liegt? Was ist passiert, was man uns nicht sagt? Wenn Sie mich fragen, ist die am schwersten zu akzeptierende Tatsache nicht, dass wir belogen werden oder dass Museen auf der ganzen Welt in ihren Kellern Artefakte lagern, wir historischen Lügen ausgesetzt sind und in Wirklichkeit in diesen Gewölben die Wahrheit verborgen liegt. Es ist die Tatsache, dass wir buchstäblich überall von den Beweisen für diese Lügen umgeben sind. Sehen Sie, es gibt in Ägypten monumentale Bauwerke, die Historiker und Forscher seit Jahrhunderten vor Rätsel stellen. Keiner macht sich die Mühe zu erklären, wie es möglich ist, dass wir bis heute nicht die Technologie besitzen, um etwas zu bauen, das der Pyramide von Gizeh auch nur im Entferntesten ähnelt. Die Erklärung der ägyptischen Sklavenarbeiter, die 2.080.000 Tonnen Stücke aus dem Boden stemmen und diese Granitsteine magische 480 Fuß hoch in die Luft bewegten, ist lächerlich. Das sollte alles sein, was es braucht, um selbst den irrationalsten Skeptiker aufzuwecken, denn ein Unternehmen dieser Größenordnung ist eine logische, mathematische und logistische Unmöglichkeit. Die Lügen über den Zweck dieser atemberaubenden Strukturen wurden kürzlich aufgedeckt, als ein britischer Ingenieur namens Christopher Dunn beschrieb, dass die Tunnel im Inneren der Pyramide früher mit Säure gefüllt gewesen seien, was darauf hinweist, dass es sich um einen Stromerzeugungskomplex handelt. Wenn Sie mehr Beweise brauchen, treten Sie einfach aus der Pyramide heraus und schauen Sie sich die zufällig verstreuten, unbearbeiteten Granitsteine mit Prüfeinschnitten an, die zweifelsfrei zeigen, dass sie mit einer Geschwindigkeit von 1 Meter oder 40 Zoll pro Sekunde geschnitten wurden. Und was ist mit den Strukturen, die mit der gleichen Technologie erstellt wurden, die man in Mexiko und in Peru findet, in Bosnien, China, Irak, Iran, Indonesien, Kambodscha und Nubien? Warum verbindet niemand die Punkte? Und warum verändern diese Strukturen die chemische Zusammensetzung eines Giftes und machen es unschädlich und erhöhen die Produktivität von Saatgut um 400%? Man braucht keine 10 Hektar eines unmöglichen Steinpuzzles, um zu wissen, dass man belogen wird. Eine weitere große historische Fälschung findet jeden Tag in ihrem Mund statt. Die Sprachen, die wir verwenden, sind eine einzige große Lüge. Und mit der kenne ich mich gut aus. Ich habe in meinem Leben 6 Sprachen gelernt und Linguistik studiert und obwohl man die Bibliotheken und Geschichtsbücher veränderte, kann man die in Sprachen eingebettete historische Wahrheit nicht verbergen, die durch Jahrhunderte oder vielleicht Jahrtausende der organischen Veränderung entstanden sind und die die Herkunft, die Migration und den geografischen Standort seiner Nutzer offenlegt. Und die in diesen Sprachen verborgene Wahrheit offenbart faszinierende und schockierende Erkenntnisse wie die, dass Deutsch eine künstlich geschaffene modulare Sprache ist, die erst vor kurzem entwickelt wurde und aufzeigt, dass Deutschland oder Suebia, wie es richtig heißen müsste, in Wirklichkeit eine Fortsetzung des römischen Imperiums ist, das nie wirklich aufgehört hat zu existieren.
Sie werden auch sehen, dass das Englische einen gezielten und künstlichen Prozess der Vereinfachung durchlaufen hat, der in anderen Sprachen nicht zu beobachten ist. Wenn Sie die Wurzeln von Wörtern in Latein, Hindu, Griechisch oder Polnisch studieren, werden Sie schnell feststellen, dass die offizielle Version der menschlichen Geschichte eine große Lüge ist, versteckt in der Syntax und Etymologie der Umgangssprachen dieser Nationen. Sie offenbart eine völlig andere Entstehungs- und Bewegungsgeschichte des Menschen als das, was uns gesagt wird. Zu diesen alten Lügen fügten die Machthaber kürzlich noch ein paar neue interessante Realitäten hinzu. Eine der am meisten auf die ahnungslose Gesellschaft heute geschobene Verzerrung sind die Lügen im Zusammenhang auf die Umwelt. Fast alles, was ihnen über das System der natürlichen Ressourcen der Erde erzählt wird, ist ein unlogisches Märchen, das mit ihrer Liebe und Fürsorge für die fragile Biosphäre der Erde spielt. Es beginnt mit der Lüge von den fossilen Brennstoffen und der haarsträubenden Behauptung, dass die Quelle derer zersetzte tote Organismen tief im Boden seien. Ich habe jahrelang in der Öl- und Gasindustrie gearbeitet und ich kann Ihnen sagen, dass wir heute nach Jahrzehnten der Förderung wissen, dass Öl die zweithäufigste Flüssigkeit auf der Erde ist und der Vorrat unbegrenzt und unerneuerbar ist. Sein Ursprung hat nichts mit organischer Materie zu tun. Stellen Sie sich nur vor, wie viele dieser armen Dinosaurier gestorben sein müssten. Und was für ein Prozess macht Ihre Knochen zu Stein oder Ihr Fleisch zu Öl? Diese Flüssigkeit wird ständig im Inneren der Erde produziert und wieder erfahren wir nichts über diesen Prozess. Die Theorie von der Erschöpfung des Öls wurde geschaffen, um den Energiemarkt und das Öl zu manipulieren. Der Preis wird in Wirklichkeit durch eine riesige Flotte von Tankern geregelt, die auf der ganzen Welt in Bereitschaft stehen und expandieren und Versorgung bereitstellen, wann immer es nötig ist. Der Preis von fast allem, was Sie kaufen, wird durch diese Manipulation beeinflusst. Ein Jahr lang habe ich auch für den größten Windkraftanlagenhersteller der Welt gearbeitet, nur um zu lernen, dass Windenergie eine sehr teure Spielerei ist, die nichts mit Effizienz zu tun hat. Angebliche grüne Energie. Diese riesigen Turbinen mit ihren ständig schlecht funktionierenden Getrieben, ihren regelmäßigen unauslöschlichen Bränden zerstören den Lebensraum von Tieren, erzeugen störende tieffrequente Geräusche und Vibrationen und ihre riesigen, nicht wiederverwertbare Klingen, die schnell unter der Erde begraben werden, schaffen viel mehr Umweltprobleme als Nutzen. Sie sind politische Tugendmonumente der Fonds- und Ressourcenwirtschaft. Sie produzieren nur winzige Mengen an Energie, die zusätzlich noch an weit entfernte Orte transportiert werden müssen. Genauso verhält es sich mit den angeblich umweltfreundlichen Kompaktleuchtstofflampen, die so voll Quecksilber sind, dass sie als Sondermüll behandelt werden müssen und nicht recycelbar sind. So viel zum Thema Umweltfreundlichkeit. Eine weitere große Lüge, von der wir alle bald betroffen sein werden, ist der Mythos des Elektroautos. Was die meisten von uns nicht verstehen, ist, dass 98% der Elektrizität immer noch durch irgendeine Form der Verbrennung fossiler Brennstoffe erfolgt, muss aber in diesem Fall noch zusätzlich transportiert und gelagert werden, wodurch eine riesige, teure und ressourcenintensive Infrastruktur erforderlich ist. Die Autos verschwenden dabei bis zu 20% der Energien im Vergleich zu normalen Autos. Die Autobatterien sind obendrein sehr gefährlich, versagen häufig mit lebensbedrohlichen Folgen und müssen innerhalb weniger Jahre ersetzt werden. Die Mineralien, die zur Herstellung dieser Batterien benötigt werden, sind für eine Menge Umweltbelastungen für die Degradierung und Ausbeutung der Arbeiter verantwortlich. Aber die grüne Lüge ist auf dem besten Weg und wenn Sie versuchen, Logik zu benutzen, werden Sie auf eine Menge emotionalen Widerstand von den selbstgerechten Öko-Brigaden stoßen. Und warum sollten Sie nicht reagieren, wenn man Ihnen ständig die Lüge vom Recycling erzählt, das einfach entwickelt wurde, um von der Verantwortung der Unternehmen abzulenken, die riesige Mengen an Abfall produzieren? Wussten Sie, dass es mehr Energie benötigt, eine Glasflasche zu recyceln, als eine herzustellen? Wussten Sie, dass recycelter Kunststoff so spröde ist, dass er praktisch keine andere Anwendung hat, als ein kleiner Teil eines anderen Kunststoffprodukts zu sein? Und dass die größte Lüge die Sicherheit von Plastik ist, bei dem festgestellt wurde, dass der Abbauprozess der neurologisch störenden Polymere nicht 300 Jahre dauert, wie zunächst angenommen, sondern kaum 50 Jahre oder sogar noch weniger und dass Kunststoffmoleküle dazu bestimmt sind, irgendwann in jedem lebenden Organismus auf der Erde zu finden sind? Einer meiner Lieblingsumweltmythen ist die der Überbevölkerung. Wussten Sie, dass man alle Menschen auf der Erde in den Bundesstaat Texas versetzen kann und ihnen 2 Hektar Land über jede Person geben könnte?
Die wirkliche Lüge liegt nicht in der Anzahl der Menschen, sondern in ihrem von den Konzernen geschaffenen Lebensstil. Denn um unsere derzeitigen Gewohnheiten aufrechtzuerhalten, benötigen wir in der Tat 24 Hektar pro Person. Das heutige Konsumsystem der Konzerne führt dazu, dass sie die Ressourcen der Erde 12-mal mehr beanspruchen, und das ist die Wahrheit über Überbevölkerung. Der Mensch ist nicht das Problem. Es sind die kaputten Systeme, die sie regieren. Ich denke, ich werde jetzt aufhören. Es wurde das längste Video, das ich je geschrieben habe, und ich kann immer noch eine Liste von Themen anführen, die ich eigentlich abdecken wollte. Lassen Sie uns nun ein einfaches Experiment durchführen. Sie haben von all diesen verrückten Lügen, Wahrheiten und Theorien gehört. Einige davon sind interessant, einige davon kannten Sie schon, aber ich möchte, dass Sie sich jetzt diese Aussagen anhören. Ihr Leitungswasser ist Gift. Die Erde ist kein Globus. Jesus hat nie existiert. Das Klimaproblem gibt es nicht wirklich und die Welt wird von echsenartigen Kreaturen beherrscht. Was ist das für eine emotionale Reaktion? Dies sind keine wahrscheinlichen Theorien. Spüren Sie diese plötzliche Welle der Empörung, des Widerstands und der Ablehnung in sich? Woher kommt die? Liegt es daran, dass Sie diese Themen gründlich recherchiert und unter Berücksichtigung aller verfügbaren Beweise zu einer logischen und fundierten Schlussfolgerung kamen, dass Sie im krassen Gegensatz zu dem Gewebe der beobachtbaren Realität stehen? Oder ist es möglich, dass Ihnen jemand irgendwo gesagt hat, dass es nicht wahr ist, und er hat dafür gesorgt, dass Sie sich auf eine bestimmte Weise fühlen, wenn Sie diese Aussagen hören? Wir können unmöglich wissen, ob sie sinnvoll sind, aber wir können eine emotionale Reaktion auf sie haben. Wie kommt das? Ich denke, an dieser Stelle haben Sie meinen Standpunkt verstanden. Wenn nur die Hälfte der Dinge, die ich Ihnen präsentiert habe, wahr sind, können Sie jetzt den Fernseher einschalten, aus Ihrem Fenster schauen und sich fragen, wie viel von dem, woran Sie jetzt teilhaben, eine Lüge ist. 10%, 20%, alles davon? Ihre Herkunft, Ihre Geschichte, Ernährung, Gesundheit, Medizin, Freiheit, Gesellschaft, Politik, Geld, Bildung, Medien und Wissenschaften beruhen alle auf Lügen, die Sie glauben lassen, dass alles, was Ihnen erzählt wird, diese Version des Lebens ist, das jetzt stattfindet, das real ist. Ich könnte dieses Video fortsetzen, indem ich Ihnen erzähle, warum Sie niemals den Hauptpreis im Lotto gewinnen werden, wie Straßenschwellen mehr Menschen töten als retten, wie Elon Musk nicht in der Lage ist, ein Auto ins All zu schießen und warum menschliche Monogamie Psychiater reich macht. Aber ich werde es nicht tun, denn es geht nicht um die Lügen. Es geht um Sie. Es geht darum, was Sie sehen, wenn Sie in den Spiegel schauen und ob Sie eine Collage aus wertlosen, auf Lügen basierenden Meinungen darüber, wer Sie sind und wie Sie aussehen, sehen. Lassen Sie zu, dass die Lügen Sie definieren, oder wissen Sie, dass Sie in Wirklichkeit doppelt so schlau sind, doppelt so attraktiv, doppelt so wohlhabend und doppelt so liebevoll, wie die Fake-Welt um Sie herum Ihnen zu denken erlaubt. Lassen Sie zu, dass Sie durch die Augen anderer gesehen und definiert werden. Die Augen der gleichen verlorenen Menschen, die nicht von der Existenz der grundlegendsten Regeln überzeugt werden können, die diese Welt regieren. Bei so vielen Lügen bleibt praktisch nichts Stabiles übrig und die einzige Quelle, der vertraut werden kann, befindet sich in Ihnen. Sie müssen nicht ein Element der Agenda von jemandem sein. Ihr Leben gehört Ihnen und Sie entscheiden, worauf Sie sich einlassen und was in Ihnen steckt. Aber wenn Sie erst einmal herausgefunden haben, wer Sie sind, woraus Sie bestehen und woraus die Welt um Sie herum besteht, wird es Ihre Verantwortung sein, anderen zu helfen. Die größte Bedrohung für die Lügenmatrix ist der bewusste und gebildete kleine Mann wie Sie und ich. Denn wir können die schlafenden Massen mit unserem Wissen und unserem Mut aufwecken. Eine erwachte Gesellschaft ist unmöglich zu kontrollieren und massenhafter Ungehorsam ist der mächtigste Abwehrmechanismus gegen Versklavung. Haben Sie keine Angst, die Wahrheit zu verbreiten und diese Lügen für andere zu identifizieren. Schließlich haben wir nur uns selbst und darum müssen wir uns kümmern. Je unzivilisierter der Mensch ist, desto überzeugter ist er, dass er genau weiß, was richtig ist. Der wahrhaft zivilisierte Mensch ist immer skeptisch, aufgeschlossen und tolerant. Gewinnen Sie das Verständnis für die natürliche Ordnung im Inneren und Äußeren, damit Sie in Harmonie und Balance kommen. Denken Sie nach. Es ist noch nicht illegal. Warum wird jede Schöpfung in dieser Realität durch einen mathematischen Code und Algorithmus gesteuert? Die goldene Ratio, die Pi-Zahl.
Warum sind die bewusstseinserweiternden Eigenschaften von Psychedelika für die Kontrollierenden so wichtig, dass sie verboten werden müssen? Warum muss das menschliche Potenzial erstickt werden, wenn wir so viel mehr tun können? Levitation, Telepathie, Materie manifestieren. Warum sind die metaphysischen Eigenschaften dieser Realität vor ihnen verborgen? Ihre einzige Superkraft und der einzige Zweck ihrer Existenz könnte darin bestehen, die Wahrheit zu erfahren über diese Realität. Was hat es für einen Sinn, ein Leben zu leben, das aus der Wiederholung der gleichen Lüge wieder und wieder besteht, wenn Sie dieser Lügenmatrix auch in Einklang mit sich entkommen können? Und mit in Einklang meine ich, mit Ihrer Würde, Stärke und dem Verständnis, dass Sie es vermeiden können. Zugegeben, Sie können die Lügen nicht vermeiden, aber Sie können die Konsequenzen vermeiden, wenn Sie nicht ein falsches Leben aus Lügen leben. Es lohnt sich, diese Fragen zu stellen und neugierig und mutig ihre Realität zu untersuchen. Denn im Gegensatz zur Welt der Lüge ist die Welt der Wahrheit entspannt und erfüllt von Liebe, Freude und Hoffnung. Danke, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie etwas aus diesem Video gelernt haben und sich bedanken möchten, sponsern Sie bitte diesen Kanal anhand der Methoden, die auf dem Bildschirm und der Videobeschreibung aufgeführt sind. Abonniere den Kanal, like und teile dieses Video.